Hier geht es erstmal um Systeme in einem Handwerksbetrieb. Warum brauchen wir Systeme in einem Handwerksbetrieb? Damit unsere Mitarbeiter vernünftige Leitplanken haben und vernünftig laufen. So können wir immer wieder Stück für Stück die Leitplanken enger ziehen, sodass unsere Mitarbeiter total gut performen. Ganz oft höre ich immer und immer wieder, dass die Mitarbeiter schuld sind, dass etwas nicht läuft. Ich sag dir eine Sache hier, Junge, das ist komplett Bullshit, ja? Denn es liegt nur an dir, ob dein Betrieb gut läuft oder nicht. Und hier möchte ich heute dir ein paar Sachen sagen und zeigen. Ich werde Sachen anschneiden. Wenn du aber Bock hast, das Ganze natürlich ausführlicher zu sehen, haben wir noch die Smart System Masterclass zum Runterladen für 49 Euro. Dann kriegst du richtig, richtig, richtig geilen Input nochmal on top drauf, wo ich noch ganz, ja, viel, viel tiefer in die Sache reingehe. Bei solchen Geschichten ist es so, dass ein Handwerksbetrieb oder du als Geschäftsführer dich ja irgendwann selbstständig gemacht haben, weil du ein bestimmtes Ziel hattest. Ja? Jetzt bist du seit 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren oder vielleicht auch erst seit einem Jahr oder einem Monat selbstständig. Das spielt aber gar keine Rolle, denn wir wollen nicht darauf schauen, wie ist gerade unser Betrieb, sondern wie wollen wir unseren Betrieb in die Zukunft aufstellen. Und das Erste, was wir tun müssen, ist es tatsächlich, ein Organigramm der Zukunft aufzustellen. Das heißt, ich gehe mal hier ans Flipchart, ja, ein Organigramm der Zukunft aufstellen, dass wir sagen, alles klar, hier oben haben wir unsere erste Stelle, das ist der GF, dann haben wir hier die Bauleitung zum Beispiel, ja, und hier haben wir unsere Projektleiter, PL, schrifte ich das mal, Projektleiter, und darunter haben wir unsere Gesellen, ja? So, das ist so das Erste, was, wenn ihr ein System bauen wollt, das ist so das Erste, was ihr tun müsst, wenn ihr ein System bauen wollt für euren Handwerksbetrieb. Also zu schauen, okay, was habe ich eigentlich jetzt im Betrieb? Wen möchte ich ja in Zukunft noch einstellen? Und wie laufen die Kommunikationswege? Ganz oft in einem Handwerksbetrieb ist es so, dass wir ja nicht ein strukturiertes Organigramm haben, wo wir quasi, nimm mal andere Farbe, denn diese Verbindungen sind nichts anderes als Kommunikationswege zwischen Mitarbeitern, Projektleitern und Geschäftsführer. Jetzt ist es bei den meisten ja so, dass der Geschäftsführer einmal hier oben sitzt, aber auch der Bauleiter ist, dann aber auch hier der Projektleiter ist, teilweise ja auch noch der Geselle auf der Baustelle ist und teilweise kochst du auch noch Kaffee für alle. Ja, ist das meine Kamera, wenn ich stehe? Ja. Dann kochst du auch noch Kaffee für alle, holst Getränke, was auch immer. Ja? Jetzt musst du aber wirklich entscheiden, okay, wie möchte ich das in Zukunft ausstellen? Und jeder hier in diesem Organigramm, egal ob nur du das bist oder schon Mitarbeiter hast, und egal ob jetzt hier Libo steht, hier Libo steht, hier Libo steht, hier Libo steht, brauchen wir für die bestimmten Stellen Stellenbeschreibungen. Dazu kommen wir gleich nochmal, denn bei den meisten Handwerksbetrieben läuft das nicht so strukturiert ab, sondern es läuft eher so ab. Ja, wir haben hier den GF. So, und jetzt laufen hier die Mitarbeiter rum. Ja, überall haben wir Mitarbeiter, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Leute, was auch immer. Und dann läuft das so, dass alle kreuz und quer kommunizieren mit dem GF, aber nicht nur mit dem GF, sondern hier noch gesprochen wird, da noch gesprochen wird, hier noch gesprochen wird, da noch gesprochen wird, hier nochmal gesprochen wird, da gesprochen wird und hier auch noch gesprochen wird. Was passiert? Du bist total überfordert und dein Betrieb, der läuft nicht vernünftig und deine Mitarbeiter wissen gar nicht richtig, was sie zu tun haben. Deswegen das hier, liebe Leute, nicht mehr so hier machen, sondern wir stellen unseren Betrieb in die Zukunft auf und sagen, alles klar, wir wollen ein Organigramm der Zukunft bauen. Ich möchte gewisse Mitarbeiter noch in der Zukunft einstellen. Im Moment sitze ich zwar überall noch drin. Der zweite Punkt ist es, wenn wir unser Organigramm der Zukunft gebaut haben, ja, müssen wir ganz klare
Stellenbeschreibungen schreiben. Ja? Also ich schreibe dann mal hier Stellenbeschreibungen. So, was ist essentiell wichtig für die Stellenbeschreibung? Dass der Mitarbeiter weiß, welche Aufgaben, Rechte und Pflichten hat er. Ja, entweder guckst du dir meine Smart System Masterclass, lädst dir das Ganze runter, da gibt es auch natürlich eine PDF dazu, oder du baust dir das ganz einfach, indem du sagst, alles klar, ich mache mir hier 3 Spalten, ja, hab dann hier zum Beispiel mein Projektleiter, ja, für diese Stellenbeschreibung und sage, alles klar, was hat der für Aufgaben, was hat der für Rechte und was hat dieser Projektleiter auch für Pflichten. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich habe jetzt nicht die schönste Schrift, aber ich glaube, das passt so, ja? Also, was hat ein Projektleiter bei dir für Aufgaben, Rechte und Pflichten? Was hat aber auch ein normaler Geselle für Aufgaben, Rechte und Pflichten? Was hat auch ein Helfer für Aufgaben, Rechte und Pflichten? Und was hat auch der Azubi im Unternehmen oder eine Bürokraft für Aufgaben, Rechte und Pflichten? Bei der Backoffice-Kraft wäre es zum Beispiel, okay, Aufgaben wären jetzt die Zentrale zu machen, E-Mails zu bearbeiten, Angebote zu schreiben. Die Rechte sind es, okay, gewisse Bestellungen auszulösen, bis zu einem gewissen Budget, Bestellungen zu machen für Baustellen, solche Sachen. Und die Pflichten wäre dahinter, ihre Sachen verantwortungsvoll zu machen, immer pünktlich zur Arbeit kommen, solche Geschichten. Ich will jetzt nicht alles aufschreiben, euch ist klar, aber was ich damit meine. Es ist so, dass ohne Organigramm der Zukunft und ohne Stellenbeschreibung das Ganze gar nicht vernünftig laufen kann in einem Betrieb. Wenn ihr dann diese Stellenbeschreibung habt, dann müsst ihr einmal für euch ganz klar definieren eure EPAs. EPAs ist nichts anderes als einkommensproduzierende Aufgaben. EPAs. Ja, ihr müsst entscheiden und am besten macht ihr das auch so, da haben wir, hier ist mein Mikro abgefallen, mach ich mal eben dran, so. Am besten macht ihr das auch so, dass ihr euch eine Tabelle anfertigt und sagt, alles klar, eine EPA-Tabelle, hier vorne, machen wir mal eine andere Farbe, nehmen wir mal, ne, grün nicht, die grünen Halunken wollen wir nicht, sondern wir nehmen blau, ja, wir machen hier eine Tabelle. Dann schreibe ich hier meine EPAs auf. Ja, hier schreibe ich auf, will ich das machen? So. Will ich das machen? Und der dritte Punkt ist es, wer soll Aufgabe übernehmen. So, könnt ihr vernünftig lesen, passt. Ja, also meine EPAs wären zum Beispiel, ja, Controlling, Marketing. Meine EPAs wären auch vielleicht Angebote zu schreiben, Mitarbeiter zu führen, Mitarbeitergespräche zu führen. Will ich das machen? Ich entscheide hier, jo, will ich oder nein, will ich nicht. Ja, wer soll das in meinem Unternehmen machen? In meinem Organigramm der Zukunft und hier schreibe ich die Stelle auf, die das dann übernehmen soll. So haben wir einmal rausgefunden, ja, wie möchte ich meinen Betrieb aufstellen, welche Stellenbeschreibung haben wir dahinter und wer ist jetzt aber auch dafür geeignet, in meinem Unternehmen diese Sachen ja zu übernehmen. Das ist so basic. Das brauchst du unbedingt in deinem Handwerksbetrieb. Wenn wir das einmal haben, dann müssen wir in die Mitarbeitergespräche gehen, dass die Mitarbeiter kommunizieren. Wichtig dabei, Mitarbeiter mitnehmen in die Entwicklung. Ja? Mitarbeiter müssen das Ganze oder müssen das Gefühl haben auch, dass sie das Ganze mitentwickeln können, damit sie sich mit deinem Unternehmen auch identifizieren können. Also nicht nur sagen, hey, so ist das jetzt, so wird das jetzt gemacht, sondern hey, pass auf, ich habe mir hier Gedanken gemacht, ich möchte gewisse Sachen einfach ändern. Ja? Und so möchte ich quasi, dass der Betrieb aufgestellt ist, hier ist deine Stellenbeschreibung, weite die noch aus, streich ein paar Sachen, die du nicht machen möchtest oder die dir nicht passen oder die nicht zu deinem Aufgabengebiet gehören. Da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, Mitarbeiter mit einzubeziehen. Wenn wir das
dann haben. Dann gebe ich dir jetzt wirklich den ultimativen Tipp für einen Handwerksbetrieb, wie er Systeme schaffen kann. Ihr wisst selber, besser als ich oder genauso gut wie ich, denn ich habe ja auch einen Handwerksbetrieb, dass gewisse Sachen in einem Handwerksbetrieb nicht immer rund laufen. Das kannst du auch überhaupt nicht vermeiden. Ja? Aber ich verspreche dir, wenn du die Basics hast und dann in die Digitalisierung gehst, kannst du ja zu 70-85% deinen Handwerksbetrieb systematisieren. Jetzt stell dir mal vor, du arbeitest jetzt 60 Stunden die Woche und wir könnten 70% systematisieren, sodass du ja 30, 35, 40 Stunden sparen kannst und wirklich am Unternehmen arbeiten kannst oder mit deiner Familie Zeit verbringen kannst. Ja? Darum geht es ja am Ende. Das heißt, der nächste Punkt ist es, dir unbedingt ein kleines Vokabelheft zu besorgen, Notizblock zu besorgen, was auch immer. Und die nächsten 4-6 Wochen wirst du eine Sache tun und du musst es tun. Ja? Kommt, geht auch nicht dran vorbei, du musst es einfach tun, wenn du wirklich Systeme implementieren möchtest. Jede Frage, die von deinem Mitarbeiter kommt, wenn er dich anruft, digital, wie auch immer, eine Frage vom Mitarbeiter und eine Frage des Kunden, dann gehst du ans Telefon, beantwortest dir auch diese Frage und im Nachgang schreibst du dir die Frage auf und auch die Antwort, die du gegeben hast. Ja? Ganz, ganz wichtig, Frage aufschreiben und die Antwort, die du dazu gegeben hast. Ich verspreche dir, nach 4-6 Wochen ist dieser Notizblock komplett voll. Dann legst du das schön breit auf den Tisch aus und dann schaust du, okay, was haben wir eigentlich immer für wiederkehrende Probleme? Was kommt immer wieder in meinem Betrieb vor, wo Mitarbeiter nicht wissen, was Sache ist? So, jetzt geht es darum zu sagen, alles klar, wie kann ich quasi am Anfang der Baustelle sicherstellen, dass meine Mitarbeiter wissen, wo es Wasser gibt, wo es Strom gibt, wie ich mit dem Kunden zu sprechen habe, wo ich überhaupt parke, was muss ich dort überhaupt tun? Und da gibt es nichts Einfaches, wenn du das gemacht hast, was ich dir gerade gesagt habe, Checklisten zu erstellen, ja, aber wirklich für banale Sachen. Denn viele versuchen in die Digitalisierung zu gehen und versuchen ganz deep rein zu gucken, was können wir verbessern. Aber am Ende, was ihr verbessern müsst und was auch ganz schnell zu verbessern geht, ist es ja so diese Bullshit-Sachen. Ja? Das heißt, du wirst nach 4 Wochen eine Checkliste erstellen können, für Beginn Baustelle, wo drin steht, alles klar, Wasser ist dort zu finden, Strom ist dort zu finden, Container wird angeliefert dann und dann. Ja, und das kann man so weiterspinnen. Also meine Checkliste hat irgendwie 15, 16, 17 Punkte da drauf. Wie gesagt, bei der Smart System Masterclass habt ihr die komplette Einsicht. Jetzt ist es so, dass man sagt, ja, muss ich denn alles vorkauen? Ja, müssen wir. Und das Geile daran ist, dass du diese Sachen nur einmal anpacken musst. Viele machen immer den großen, großen Fehler, dass sie zum Kunden fahren, ja, ihre Maße nehmen, okay, wie groß ist ein Balkon, wie groß ist die Wandfläche, wie groß ist das Dach? Und das waren dann Informationen, daraus wird ein Angebot erstellt. Jetzt kommt der Auftrag rein und alle wirklich relevanten Informationen für den Mitarbeiter fehlen. Ja, aber wenn du schon einmal vor Ort bist, wieso nimmst du denn die Sachen nicht auf? Wieso sagst du nicht, alles klar, okay, Herr Kunde, wo finde ich denn Wasser für meine Mitarbeiter? Da finde ich Wasser. Okay, Herr Kunde, wo muss ich den Container stellen? Oder wo können wir den Container stellen? Da finde ich den Container. Ja, wo können wir das Dixi-Klo hinstellen? Da können wir Dixi-Klo stellen. Okay, was wünschen Sie, wie wir hier vorgehen? Alles klar. Das machst du schon beim ersten Vor-Ort-Termin, vor Ort beim Kunden, denn du bist ja sowieso schon da. Mit dieser Checkliste kannst du ein Angebot erstellen und später dann auch die digitale Bauakte erstellen. Diese Liste reißt du quasi von Abteilung zu Abteilung einfach durch. Das sind wirklich so die Grundbasics. Leute, geht nicht in die Digitalisierung, wenn ihr keine Prozesse habt. Führt erstmal solche kleinen Prozesse ein, um einfach zu schauen, wie kann ich in meinem Betrieb überhaupt Systeme implementieren, sodass meine Mitarbeiter vernünftig laufen. Das wäre zum Beispiel so eine Checkliste für Beginn einer Baustelle.
Es gibt aber auch eine Baustellencheckliste bei Beendigung der Arbeit. Mach sie mal eben hier auf, damit ich dann nochmal euch vernünftigen Input geben kann. Ja? So, Checkliste Baustelle interaktiv. So, jetzt haben meine Mitarbeiter eine Checkliste. Ja, zeichnen wir mal wieder hier auf. Oh, jetzt haben wir rot genommen. Sieht man das? Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir Ende Baustelle Checkliste. Ja? So, was ist jetzt für euch relevant? Was ist für euch relevant, wenn der Mitarbeiter sagt, Baustelle ist beendet? Ja? Auf so einer Checkliste muss einfach stehen, sind alle Arbeiten laut Montageschein erledigt? Ja oder nein? Zack, Kreuzchen. Ja? Hat der Kunde noch Fragen nach Beendigung der Baustelle? Ja oder nein? Ja? Zweiter Punkt, Checkliste. Wurde die Baustelle sauber hinterlassen, auch im Bereich außerhalb des Kundengrundstückes, Bürgersteig, Weg zum Auto? Ja? Dritter Punkt, was der Mitarbeiter abchecken muss. Ja? Der vierte Punkt, Fahrzeug und Werkzeug. Ist das gesamte Werkzeug im Auto eingesammelt? Leute, ich weiß, das hört sich sehr banal an, aber ey, wie oft... Und ich glaube, ich kann für 80% aller Handwerker sprechen. Wie oft kommt das vor, dass ein Mitarbeiter irgendein Werkzeug beim Kunden vergisst? Oder noch viel schlimmer, wie oft kommt es vor, dass das Werkzeug kaputt gegangen ist, Mitarbeiter einlädt, zum Lager kommt, das Ding wieder reinpackt? Ja? Was passiert dann? Der nächste Mitarbeiter nimmt sich das Gerät, fährt auf die Baustelle, Gerät kaputt, keiner wusste es. Ja? Eine einfache Frage stellen, ist das gesamte Werkzeug eingesammelt? Jo. Ist das Werkzeug ordentlich im Auto verstaut? Jo. Ist Werkzeug beschädigt worden? Brauchen wir vielleicht ein Leihgerät? Jo oder nein? Ja, das sind wirklich die banalen Sachen. Ja, am Ende der Abschluss hat der Kunde weitere Anliegen, die noch geklärt werden müssen. Wenn ja, jo, ich habe jetzt hier einen Probebalkon gemacht, jetzt will er noch einen zweiten Balkon machen. Kunde sagt, ja, sagen Sie Ihrem Chef, er soll sich melden. Was macht der Mitarbeiter? Das natürlich nicht sagen. Auftrag ist futsch. Ja, Kunde meldet sich nicht mehr. So, deswegen fragen wir am Ende, Herr Kunde, haben Sie noch weitere Anliegen, die wir klären müssen? Ja, das, was ich ins Büro weiterleiten muss. Wenn er sagt, jo, dann haben wir hier die Info stehen und Büro ruft wieder an. Am Ende, ganz wichtiger Punkt, Unterschrift des Mitarbeiters. Ja, damit ziehen wir den Mitarbeiter in die Verantwortung. So, natürlich gibt es noch zig andere Checklisten, viele, viele andere Sachen. Ja, das kann ich jetzt hier in dem kleinen Podcast und Vodcast nicht alles erzählen. Ja, aber ich will euch eins damit sagen, ihr seid es selber. Ja, nicht der Mitarbeiter, habt es selber in der Hand, ob der Mitarbeiter vernünftig läuft oder nicht läuft. Also, liebe Leute, viel Spaß beim Zuhören, beim Zugucken. Wenn ihr mir Fragen stellen wollt, einfach melden. Wir sind überall sichtbar. Liebe Grüße und bis dahin. Ciao, ciao.